Ich habe ein Geschenk für dich. Ich nehme es gerne an. Okay. Was für ein Geschenk denn? Oh, hier zum Beispiel. Ellie. Sorry. Was denn? Ein Molotow. Ja, her damit. Hier. Danke. Mann. Molotow setzen einen Bereich in Brand. Halte zum Ziehen L2 gedrückt und drücke R2, um in hohem Bogen zu werfen. Drehen wir das Ding noch ein bisschen? Ja, schön, schön, schön. Okay, sei ciao. Vorsichtig. Ich bin Profi. Ich wollte gerade sagen. Das war's noch nicht. Oh, natürlich nicht. Okay. Ich schaue mich nochmal gerade um. Da war nämlich noch was. Yeah. Bisschen Alkohol. Und da liegt noch was. 12 Pillen. Ja, geil. So lobe ich mir das. Hier haben wir schon alles. Oh, nu. Können wir da rüber schlunzen? Wenn man nicht. Aber wir haben ja unseren Lauschmodus. 1, 2, 3 sehe ich hier auf Anhieb. 4. Und da ganz hinten noch 5. Wir springen einfach mal hinein ins Vergnügen. Oh Gott. Yep. Was meinst du? Die Urne zuerst. Ich hab keine Ahnung. Ich würde sagen, erstmal die Runner, ja. Aber da kommt noch ein Klicker. Macht Dina eigentlich mit? Oder machen wir das jetzt hier alleine? Beruhig dich. Du hast nichts gehört. Okay, der heult da einen vor sich hin. Den können wir einfach so erledigen wahrscheinlich. Greifen. Lautloser Kill. Ciao. Okay, das war einer. Okay, hier ist der nächste. Den schnappe ich mir direkt. Ich hoffe, das reicht noch von der Zeit her. Oh, 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 oh. Wo ist sie? Ach, der ist hier auf der anderen Seite. Shit. Fuck. Du siehst mich nicht, oder? Du siehst mich nicht. Scheiße, pass auf! Wow, da kommt einer von rechts. Dina, du hast alles unter Kontrolle, oder? Oh, fuck. Hier lang! Ciao. Okay, komm her. Oh Mann. Okay, das war einer, aber der zweite lebt noch, oder? Da hinten. Ganz ruhig. Es ist nichts passiert. Shit. Das ist ein wenig eskaliert hier gerade. Es ist nur noch ein Klicker. Warum? Oh, Schlag. Hätte ich schlagen können. Kann ich immer noch, oder? Ja, kann ich. Oh mein Gott. Bewegt sich noch was? Nein. Weißt du was? Ich bin beeindruckt von uns. Ja. Mann, die anderen werden uns das gar nicht glauben. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Okay. Auf zum nächsten Posten. Warte. Dann Pause.
Warte, warte, warte. Ja, ja, wir machen noch eine Pause. Aber erst looten wir. Die haben doch bestimmt auch Sachen hinterlassen hier, oder? Die Kollegen. Noch nicht. Die haben nichts hinterlassen. Oh, doch, ja, Lumpen. Die guten alten Schlumpen. Hier ist auch noch ein bisschen was. Okay. Ich finde es ganz gut, dass die Steuerung sich kaum geändert hat. Man muss natürlich wieder ein bisschen reinfinden, aber ich bin nicht komplett raus. Ich hatte gerade das Problem, ich wollte was werfen, aber ich habe es nicht ausgerüstet. Daran muss ich denken. Muss natürlich ausrüsten erstmal. Bevor ich das Vieh bewerfe und dann mit dem Messer attackiere. Das muss ich noch lernen. Kriegen wir alles hin. Ey. Dafür sind wir noch hier. Ist alles Tutorial hier noch. Glaube ich. Aber wir sind noch nicht gestorben. Noch. Okay, wir haben wahrscheinlich alles abgesucht. Hier noch? Nein. Doch, hier liegt noch was. Na, ein bisschen Alkohol liegt hier einfach so rum. Ja, Ausgang. Ausgang ist hier die ganze Decke eigentlich, ne? Aber kommen wir da hoch? Doch, Moment, da hinten. Da. Da möchte ich gerne hin. Hier hoch. Komme ich nicht. Hier kommt man nicht hoch. Ist doch kein Ausgang. Scheiße. Lumpen sind voll. Was? Moment. Ja, dann müssen wir aber mal hier Medikits bauen. Machen wir noch einen. So, dann haben wir 2 von 3. Ach, Alkohol und Lumpen auch für die Molotovs. Gut zu wissen, jetzt können wir das Zeug wieder mitnehmen, mitschleppen. Hier. Da, und ne, die Flasche brauchen wir nicht. Okay. Medikit brauchen wir auch gerade nicht. Ach, hier hätte man auch durchgehen können. Okay. Interessant. Hier gibt es viele Wege, um die Gegner zu erwischen. Wir sind von da gekommen, ne? Also hier kann man hier rein. Okay. Hier waren wir noch nicht drin. Was steht denn hier? The Note L3, ein Tipp. Wie kommen wir hier raus? Ich wette, hier kommen wir durch. Alles klar. Ich gehe erstmal hier lang, wenn das okay ist. Ist das hier so eine Waffenwerkbank? Nein. Gut. Steine haben wir voll. Alright. Hier ist Munition. Na, geht doch. Guck mal. Genau, was ich gesucht habe. Immer schön in jedem Eck gucken, dann findet man auch Zeugs oder Alkohol. Hier ist noch eine Flasche, die wir nicht brauchen. So. Kann man hier auch durch? Oh, cool. Gut, gut, gut. Also, da kann man durch. Ey, wie soll ich das denn erkennen? Ach so, man kann die einfach aufstemmen. Da machen wir das. Alleine. Dina, wir brauchen dich nicht. Geht nicht auf. Dina, wir brauchen dich. Wir machen es so. Wie denn? Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Was? Oh, klar. Hochwerfen? Spinnst du? Was ist das denn hier? Oh. Kabel. Mhm. Na also. Okay. Ja. Das sollte gehen. Was sollte gehen? Ah, zielen und werfen. Ah, okay. Ah, da drüber werfen. Scheiße, ja. Geil. Oh, das ist ja cool. Okay, der Automat oder okay, was ist das überhaupt? Gut. Lüfter sollte uns haushalten, ne? Unser Gewicht. Kriegst du das hin? Sieht gut aus. Ich hoffe, das Ding bricht nicht. Das sieht sehr zerbrechlich aus. Ja, ja, ja. Ziemlich windig. Das Ding wird auf jeden Fall kaputt gehen.
Naja, doch nicht. Okay, Glück gehabt. Hätte ich drauf wetten können. So. Hier drüben. Was denn? Unsere Pferde, hey. Kann man hier nichts mehr machen? Ich glaube nicht. Komm, wir gehen runter. Yes. Der Sturm hat echt zugelegt. Ja, aber hallo. Wie weit ist es noch zum Posten? Er kommt gleich nach der nächsten Stadt. Ich komm dir nach. Wow, Alter, ist das krass. Der Sturm sieht richtig mega aus. Ich hoffe, wir verlieren dich nicht, Dina. Hey, wie weit ist es noch? Noch ein paar Minuten. Okay. Die Mütze aufgesetzt. Nettes Detail. Also. So geil. Das ist echt cool gemacht. Atmosphäre, ich bin mittendrin, Freunde, also. Das wird immer schlimmer. Sollen wir umkehren? Das schaffen wir nicht. Wir haben es fast geschafft. Ja, gut. Was ist das denn hier? Ich will looten. Aber ich will sie nicht verlieren. Schon gut. Schon gut. Geh weiter. Okay. Dina, wie weit noch? Wo ist sie? Oh oh, oh oh. Dina! Shit. Wo sind ihre Spuren? Hey, ich sehe ihre Spuren nicht. Fuck. Machen wir jetzt kein Stressspiel. Dina! Ich reite einfach mal hier lang. Mein Gott, wo sind denn deine Spuren, Mann? Es waren keine Spuren zu sehen. Die können doch nicht so schnell vom Schnee weggeweht worden sein. Boah. Library. Ja, komm, wir gehen rein. Mit Pferd natürlich. Die sollen nicht draußen erfrieren. Eine schöne Bücherei. Okay. Ferdis, geht's gut? Hier? Vorbeigeritten. Ich war nie hier drin. Oh oh. Okay. Sehen wir uns mal um. Bücher, Bücher, Bücher gibt's hier. Was haben wir noch Schönes? PCs. PCs, PCs, die alle nicht funktionieren. Ich guck mal gerade mal einen super Lauschmodus. Pferde. Okay, das ist Dina. Ansonsten sehe ich hier niemanden momentan. Gibt's hier am Counter? Gar nichts. Frag mich, ob wir eins von den Büchern gebrauchen können. Wir sollen ja so Trainingsbücher finden. Ob das eins davon hier dabei ist? Das ist, ihr kennt's ja. Stecknadel im Heuhaufen und so. Ja, das stimmt. Was war das? Also. Flaschen, die wir nicht brauchen. Ihr Flaschen. So. Hier ist nix, da ist nix. Was war hier? Ebenfalls nichts. Hier ist eine Tür, die zugesperrt ist. Jemand hat sie dicht gemacht. Ja. Da hinten ist was. Was denn? Ich glaube, ich sehe ein Bett. Ob da jemand wohnt? Möglich. Kommt man woanders rein? Okay, hier wohnt jemand. Interesting. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Raus können wir nicht mehr. Wir gehen einfach mal hier weiter. Hier ging es ja irgendwo rein. Hier. Scheiße. Doch nicht. Ich sehe nach, was da hinten ist. Kann man hier drüber? Nee. Hier können wir doch durch. Man braucht ja nur die Scheibe einzudeppern, aber... Das möchte die gute Ellie nicht. Zerbricht Glas mit... Das möchte sie nicht, sage ich. Okay, sie möchte es doch.
Ich hoffe, wir tun uns aber nichts. Alles klar, es geht doch. Was ist hier los? Nice. Haben wir sehr viel Zeugs bekommen. Was haben wir hier noch so? Noch mehr Werkzeug. Ist das Elektronikzeug? Ja. Das muss Eugenes sein. Aha. Oh, bist du sicher? Ja, wer sonst würde an sowas herumbasteln? Oh. Aber warum hat das mir verheimlicht? Hier schön ins Gesicht scheinen. Du reagierst ja gar nicht. Na gut, was? Notice, no food or drink allowed. Keine Sorge. Heutzutage sehr mangelwahrig hier. Ist das überhaupt ein Wort? Mangelwahrig? Oh. Eugene Linden. Ist das so ein Firefly? Er war ein Firefly. Ein Firefly? Er diente mit Tommy. Okay. Wenden. Lesen. Ja, was steht da? Eugene Linden. Gut, gut übersetzt. 314 war seine Zahl. Nehmen wir mal mit. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Das war eine ganz üble Geschichte. Mhm. Und zwar? Dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat. Tötete 3 Soldaten. Und 2 Zivilisten. Oh. Scheiße. Das ist übel. Und dass er und Tommy einen Fedra-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht. Tommy würde sowas doch nicht tun. Natürlich. Was ist ein Buch? Du? Er und Joel haben einiges getan, um zu überleben. Ja. Das stimmt. Nicht nur die beiden, wir auch. Was ist das für ein Buch? Tagebucheintrag. Ah, okay. Cool. Lesen wir direkt mal. Dina hat gefragt, ob ich zum Tanzabend gehe. Ach, das haben wir schon gehabt. Okay. Hatte Eugene Kontakt zu anderen Fireflies? Hatte er von mir und Joel gehört? Nein, dann hätte er was gesagt. Okay. Mit den Giraffen. Okay. Interessant, dass sowas geht. Ich hoffe, wir haben keinen Tagebucheintrag verpasst. Wahrscheinlich schon, oder? Shit. Ich dachte, ich schreibe da automatisch rein, wenn was passiert. Nein, absolut nicht. Ist nicht schlimm. Wir versuchen ja unser Bestes. Hier haben wir noch so eine Superheldenkarte. Sammelkarte Laurent Foucault. CEO Spark. Schau ich mir an. Laurent Foucault. Okay. Was bist du für einer? Intelligenz 100. Muskelkraft 20. Als schlauer Typ, aber null in seinen Armen. So ein richtiger, wie heißt er? Professor Xavier? Ja. Von X-Men. Laurent Foucault wurde mit einem brillanten Geist, aber vielen körperlichen Gebrechen geboren und verbrachte viele Jahre seiner Kindheit und Jugend in Krankenhäusern. Mit 15 Jahren erlangte er den Doktorgrad in Medizin und entwickelte ein Medikament gegen seine seltene Erbkrankheit. Das Patent darauf machte ihn über Nacht zum Multimillionär. In nur wenigen Jahren wurden aus seinen Millionen Milliarden. Dieses Kapital gab Laurent Foucault die Möglichkeit, das Sci-Tech-Imperium Spark zu gründen und völlig freie Hand Wissenschaft und Fortschritt voranzutreiben. Gerüchten zufolge hat Spark eine Methode entwickelt, Neugeborenen spezielle Superkräfte einzuimpfen, aber Foucault oder Foucault weist diese Gerüchte als lächerlich zurück. Schurke, okay, genau das Gegenteil von Professor Xavier. Er ist der Superschurke wohl. Na gut. Ah, gefällt mir. Ich bin eh immer für die Bösen. Mag ich ganz gern. Weil alle für die Guten sind. Ich bin immer dagegen. So. Was haben wir hier noch? Gar nichts. Ist die Kinderecke hier, wie es aussieht? Hier ist eine Badewanne. So, und eine PlayStation 3 wieder. Ja, hallo. Voll keine Schleich. Uncharted! Da ist Uncharted 2! Wie geil! Na gut, ist auch Naughty Dog, ne? Klar. Macht ja Sinn. Aber geil, dass das hier ist. Taschentücher. Was hast du hier gemacht? Im Bett?
Mit den Taschentüchern? Hm? So, und was hast du im... Was? Was ist denn das jetzt? Oh mein Gott. Das sind Tommy und Eugene. Oh. Oh, krass. Noch die reinsten Babys. Zoomen. Das ist also Eugene. Okay, Firefly, ja, ja. Echt? Heizung. Hä? Da muss hier doch auch irgendwo ein Generator sein. Kann sein. Drehen. Wir können nur zoomen, ja, dann nehmen wir das mal mit. Was haben wir hier drin? Natürlich, Werkzeugs. Okay, das ist die Tür, durch die wir geschaut haben. Ein Brief, na geht doch. Eugene. Bitte komm nach Hause. Wenn die Fireflies die Welt retten wollen, lass sie doch. Er ließ seine Familie zurück und ging zu den Fireflies. Krass. Ah, okay. Eugene. Spoiler-Alarm. Mann. Lass sie das Militär jagen. Die Politiker. Lass sie einen Impfstoff entwickeln, der die Menschheit rettet. Vielleicht ernten wir sogar eines Tages die Früchte ihrer Fantasien. Aber bis dahin geht unsere Tochter vor. Die Fireflies kommen gut ohne dich zurecht. Deine Tochter nicht. Sie fragt ständig, wann du nach Hause kommst. Ich kann sie nicht länger anlügen. Du fehlst mir. Aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Komm nach Hause, bitte. Wir lieben dich. Claire. Ja. Die Claire. Vergeblich wahrscheinlich. Ja klar, der Eugene ist ja tot. Wurde ja schon erklärt. So, was haben wir hier? Please do not reshelf materials. Machen wir nicht. Das machen wir nicht. Okay, wir gehen hier weiter. Ah, hier geht's noch. Ein Generator. Okay, Generator. Oh, und hier ist eine Werkbank, oder? Ist das eine Werkbank? Das sieht verdammt aus wie eine Werkbank. Ist aber keine. Scheiße. Können wir auch nicht durch. Na gut, schauen wir uns den Generator mal an. Und wenn wir den anmachen, geht's los, oder? Dann geht's hier Rambazamba. Okay. Okay, das ist ein bisschen anders als im ersten Teil. Schon besser. Trotzdem sehr gut geklappt. Oh, wow. Eindrucksvolle Werkbank hier. Es ist eine Werkbank. Workbank. Damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Das werde ich tun. Alles klar. Ohne das Licht hätten wir nichts machen können. Gut, dass die Lampe angegangen ist. Okay, Pistole. Geil. Dass sie jetzt immer die Waffe im Vordergrund haben. was möchte ich denn? Wir haben 77 von den Dingern. Wir könnten hier untersuchen. Okay. Cool. Verbesserungen hiervon. Okay, Stabilität. Füge dem Schaft Gewicht hinzu, um die Waffenabweichung zu verringern. Plus 40% Stabilität. Kapazität. Füge ein Magazin hinzu. Okay. 3 Magazinkapazität. Das kostet auch 50. Aber ich glaube, wir würden eher mit der Pistole, oder? Die Kapazität. Wir haben jetzt schon alles voll. Ja, Kapazität würde ich gerne erhöhen. Plus 4 können wir noch mehr mitnehmen. Ja. Nehmen wir mit. Fertigen. Und die baut das auch richtig. Bastler. Ja, das sind wir. Einfach so. Klar. Ja, das wird gehen. So, gute Kapazität Arbeit. Haben wir. Das war's, ne? Mehr können wir nicht machen. Und Licht aus. Strom sparen sogar die Ellie. Mega. So, Pistole haben wir jetzt etwas verbessert. 10 Schuss können wir jetzt hier reinknallen in die Pistole. Hallo? Können wir da noch mehr tragen? Ja, ne? Hoffe ich. Und Heizstrahler. Oh. Und jetzt von hinten. Sie auf dem Boden. Was denn? Da unten ist noch was. Ja. Geht's irgendwo runter? Hm, hier nicht. Okay, Moment. Wo geht's denn hier runter? Vielleicht in einem anderen Raum? Von hier vielleicht oder so? Nee. Wie kommt man denn da rein?
Über den Heizstrahler? Wahrscheinlich nicht. Werkbank? Nee, brauchen wir nicht mehr. Hier geht's auch nicht rein oder raus. Ja, wir gehen nochmal zurück. Vielleicht finden wir den Eingang in den Keller woanders. Oder ist er hier versteckt? Unter irgendeinem Teppich. Ich würde einen Teppich drüber legen. Schauen wir uns hier mal um. Ein riesiger Ventilator. Sieht aus wie meiner. So, hier können wir jetzt aufschließen. Wunderbar. Hier sind ja jetzt keine. Was? Oh? Ja. Huch. Wo denn? Hä, da war ich doch gerade noch. Oh, ne, war ich nicht. Okay. Ah, krass. Na los. Ja. Da ist der geheime Gang. Was hat er hier unten gemacht? Ich glaube nicht. Hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Das bezweifle ich sehr. Einsam, Mann. Ist vermutlich nur ein riesiger Fernseher, den er nicht teilen wollte. Genau. Das wäre es ja noch. Ich glaube, hier lauert irgendwas anderes, oder? Okay, wir gehen mal direkt rein. Trockenes Gras. Das erklärt einiges. Alter, da war ein Drogenbaron, der Eugene, oder was? Krass. Hatte ja einfach eine Plantage unten drin. Das müsste man doch locker riechen. Kannst mir nichts erzählen. Das muss man auch oben riechen, ohne Ende. Ey, wer hat solche Videokassetten? Brandys Kutsch. Sind das Pornos? Yep. Sehr interessant, Eugene. Geil. Naja, gut. Ich meine, das ist ja auch nur ein Mann, ne? Ein einsamer Mann, hat sie ja selber gesagt. So, was gibt's hier? Nehmen wir uns ein bisschen was. Er würde durchdrehen, wenn sie das sehen würde. Wo hat er das alles her? Muss ewig gedauert haben. Schon längst vertrocknet. Ich wünschte, er hätte mir davon erzählt. Vielleicht riecht es aber auch nicht, wenn es vertrocknet ist. Können. Aber so ein Restgeruch bei so einer Menge muss doch eigentlich hier. Muss man doch riechen können, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Was ist das hier? Gasmaske. Ja. Dina! Eine Gasmaskenbombe. Ach so! Gott, er war so schlau. Geil. Alter, was? Da hängt einfach ein Bong unten dran. Das ist ein Fuchs, der Eugene. Ein Fuchs gewesen. Naja. So ein Genie. So, was haben wir hier noch so Schönes? Also, das ist ja lustig, dass wir sowas finden. Das hätte ich jetzt, also, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Was ist hier für ein Glas? Oh. Jo, willst du das nicht mitnehmen? Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Ah, kriegst du nicht auf? Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck, gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Flop. Zerbrech das Ding doch einfach. Ja. Scheiß drauf. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Hätte ich auch gemacht. Vielleicht nicht auf dem Boden, aber ja. Riecht gut. Reiner. Wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Na klar. Jetzt bufft ihr euch ein, oder was? Sieht so aus.
Das gibt's ja nicht. Und? Schmeckt gut? Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. Wenn 1 richtig unterirdisch ist und 10 überwältigend. Groß oder was? Wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Dafür muss ich ihn erstmal sehen. Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, das war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Oh oh. Ich weiß nicht. 7? Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Das ist schlecht. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hört dich niemand auf. Na los, Freunde. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Wuhu! Ja, die gehen aber ran. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.